Herzlich willkommen auf hiphop.de, herzlich willkommen bei On Point. Ihr wisst ja Bescheid, mein Name ist Aria, jede Woche Montag On Point. Da wir ja vorteilhafterweise so eine kleine Sommerpause momentan haben, so ein kleines Sommerloch, wie man das nun mal kennt. Natürlich Alben kommen und gehen, ne, aber der große Boom, so die große Explosion, dass jetzt irgendwie riesig groß was passiert, bleibt jetzt erstmal aus. Das wird es auch noch dieses Jahr geben, ne, JBG steht ja in den Startlöchern, aber... Ich dachte mir, nutzen wir mal die Gelegenheit und machen wir mal ein Thema, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Ja, es passiert halt immer wieder was, was dann so in die Quere kommt. Jetzt ist ein guter Moment dafür. Schauen wir uns doch mal die Charts an. Es gibt so viele Fragen nämlich, die die Leute haben, die sie immer wieder nicht nur mir schreiben, ja, hiphop.de fragen, hier und da schreiben, ey, wie funktioniert das eigentlich? Ja, wir haben jede Woche neue Chart-News, neue Rap-Alben in den Charts, auf Platz 1, auf Platz 2, 3, Top 10, dies, das, mass. Aber wie funktioniert das eigentlich? Ich dachte mir, für euch ziehe ich mir ja, das Regelwerk der deutschen Charts rein und erzähle euch alles, was ihr wissen wollt. Was hat das mit Deluxe-Boxen auf sich? Wie rechnet man Streaming eigentlich in Charts rein? Warum ist das eigentlich alles so, wie es gemacht wird? Wir können ja erstmal mit harten Fakten einsteigen, ganz easy. Ja, die Charts, die man heute so kennt, wurden seit 1977 von Media Control ermittelt. Die heutigen offiziellen deutschen Charts werden von GfK ermittelt. Sie selber schreiben, dass rund 2800 Händler in Deutschland an der ganzen Chartermittlung jede Woche teilnehmen. Das entspricht dann ungefähr einer Marktabdeckung von über 90%, was schon krass ist, ja, was zwar immer noch heißt, dass ein bisschen was nicht berücksichtigt wird, aber 90% ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr starke Quote. Darunter fallen dann selbstverständlich auch iTunes, Amazon, Mediamarkt, Saturn, all diese Dinge, die ihr kennt, wo ihr üblicherweise Musik kaufen könnt. 2005 hat man sich gedacht, ey komm, wir legen den offiziellen oder sagen wir mal allgemeinen Release-Tag für CDs auf den Freitag. Wann verkaufen sich Dinge am meisten? Natürlich am Wochenende, also legen wir den Verkaufstag einen Tag vor dem Wochenende. Das heißt, die Chartwoche, die wir haben, die wir so kennen, geht von Freitag 7 Tage lang bis Donnerstag. Jetzt kommt das Interessante, denn seit 2007 wurden die deutschen Charts umgestellt. Ja, seit 2007 gibt es in Deutschland Wertecharts. Darüber werden wir gleich in den nächsten Minuten nochmal deutlicher sprechen. Aber was das im Großen und Ganzen heißt, ist, vorher hatte man ganz normale Charts, so wie man vielleicht einfach auch vermuten würde, wie Charts funktionieren, so wie sie auch in den USA funktionieren und eigentlich auch überall anders in der Welt, denn diese Wertecharts sind in Deutschland weltweit einzigartig. Man geht nämlich nicht danach, welches Produkt sich am häufigsten verkauft hat, sondern danach, welches Produkt den höchsten Umsatz erzielen konnte. Also es steht nicht notwendigerweise immer das meistverkaufte Album der Woche auf Platz 1, sondern immer das Album, was quasi am meisten Geld verdienen konnte in der Woche. Wieso hat man das gemacht? Fragst du dich jetzt wahrscheinlich sinnvollerweise, ja, frage ich mich auch. Damals gab es Zitate von Leuten, die dafür verantwortlich waren, die dann so lauteten wie: Wir möchten den aktuellen Entwicklungen im Musikbusiness gerecht werden, es soll die Bedeutung von hochwertigen Musikprodukten im Markt unterstreichen. Keine Ahnung. Die Leute werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Jetzt haben wir ungefähr 10 Jahre lang dieses System und müssen damit klarkommen und haben damit einhergehend auch so Eigenheiten, die es eigentlich auf der ganzen anderen Welt, oft in den USA oder in England gar nicht so extrem gibt wie bei uns. Zum Beispiel Deluxe-Boxen, ja, was lustigerweise in einem Artikel von Spiegel Online aus 2007, ich versuche euch das mal hier einzublenden, damals schon so prophezeit wurde, ja, dass durch dieses System Umsatz statt Menge jetzt versucht wird, durch Deluxe-Produkte, Editionen, Limited-Zeugs mit DVD und so weiter, versucht wird, da das System aufs Äußerste auszureizen. Wie wird gezählt? Ja, um es ganz simpel zu halten, kann man eigentlich sagen, der Verkaufspreis eines Produktes mal die Menge, wie oft das Ding eben verkauft wurde, ergibt am Ende einen Verkaufswert. Das heißt beispielsweise ein Album, was rauskommt als CD, als Vinyl, als Download, als Deluxe Box, als Limited Edition, ja, all diese Editionen werden zusammengezählt. 10.000 mal die CD mal 15 Euro, 10.000 mal die Box mal 40 Euro, das wird alles zusammengezählt. Am Ende kommt man auf einen Betrag, was weiß ich, 1,4 Millionen und steht dann quasi vor dem Produkt, was insgesamt nur 1,3 Millionen umgesetzt hat in der Woche. Man muss natürlich dazu sagen, ja, dass auch im Reglement und auch in der ganzen, im ganzen Regelwerk der Charts natürlich die genauen Schlüssel, wie das berechnet wird, die genauen Algorithmen natürlich nicht offengelegt werden, ja, aus Gründen, damit das nicht komplett manipuliert werden kann und umgehen werden kann. Es werden beispielsweise nach dieser ganzen Berechnung nochmal die Ergebnisse nachträglich bereinigt, so nennt man das. Ja. Man schaut zum Beispiel nicht, dass da ein einzelner Händler ist, der auffällig übermäßig viele Einheiten von einer CD verkauft, während
während das Produkt einfach in ganz Deutschland sonst gar niemand kauft. So, weißt du, 20.000 CDs im Mediamarkt Hamburg da an Ecke verkauft, sonst in Deutschland kein Mensch gekauft. Damit das alles schön repräsentativ so für das ganze Land ist, bereinigt man da nochmal alle Ungereimtheiten im Fall der Fälle und dann hat man die Charts. Jetzt muss man dazu sagen, ja, dieses System der Wertecharts im Gegensatz zur Mengencharts, nenne ich es jetzt einfach mal, haben Rapper und insbesondere die Rap-Industrie sehr, sehr früh verstanden. Ja, ich muss sagen, Großteil der Pop-Industrie hat sich selbst jetzt noch nicht umkalibriert auf dieses Chartsystem. Vielleicht, weil es denen auch gar nicht so wichtig ist, auf 1, 2 oder 3 zu charten, ja, wie es ein Rapper vielleicht wichtig ist für die Außendarstellung und so weiter. Fakt ist, auch wenn Rapper von der Menge her vielleicht nicht unbedingt so krass viel verkaufen wie Popstars oder die erste Liga der Schlagerstars und so weiter und so fort, haben sie es durch unterschiedliche Tricks immer wieder geschafft, sehr, sehr hoch zu charten, immer wieder auf 1 zu charten. Ja, man hat da zum Beispiel einmal die ultralange Promophase und Vorverkaufsphase, wo die Leute sich das vorbestellen. Das gilt dann alles natürlich für die erste Woche. Das heißt, man hat einen riesigen Batzen, den man sich 2-3 Monate aufspart, direkt dann in der ersten Woche als Verkäufer abgesetzt. Plus eben diese teuren Boxen, ja, die viel Pop-Konkurrenten, sag ich mal, in den Charts von den Rappern einfach gar nicht haben, so eine Box für 40 Euro, die dann so viel zählt wie für 3 Alben. Das alles führte dazu, dass man zum Beispiel 2015 ja den Peak erreicht hat. Da waren von 44 Alben, die in dem Jahr insgesamt auf 1 gegangen sind, 18 Stück, also 40% der Alben, die in dem Jahr auf 1 gegangen sind, waren Deutschrap-Alben. Das ist natürlich irre, ja, und um diesen Mechanismus euch mal konkreter zu zeigen und zu zeigen, wie das alles funktioniert, gab es jetzt vor einigen Wochen, vor 2-3 Wochen, ein sehr, sehr gutes Beispiel sogar. Und zwar, ich versuche euch das mal grafisch näher zu bringen. Es gab die 187 Straßenbande mit dem Sampler Nummer 4, der vor einigen Wochen rausgekommen ist, und einmal Azad mit seiner Next Level Platte, die auf Platz 3 der Charts gechartet ist, während ja, Sampler Nummer 4 in der zweiten Woche immer noch auf 1 war, beeindruckenderweise. Noch beeindruckender ist, das habe ich kurz in der On-Point-Folge zum Sampler Nummer 4 auch angesprochen, jetzt zeige ich euch das mal richtig. Noch beeindruckender ist natürlich, Azads Album, ja, kam mit einer Box daher. Das heißt, nicht alle Einheiten von Next Level waren natürlich Boxen, aber ein kleiner Anteil davon, ein paar tausend Einheiten davon sind Boxen. Im Gegensatz zu Straßenbande, deren Sampler nur als CD rausgebracht hat. Und natürlich gibt es da auch einen preislichen Unterschied. Sagen wir mal, Azads Box kostet 40 Euro bei Amazon und die Sampler 4 CD kostet jetzt immer noch 17,99 auf Amazon. Dann sieht man hier dran einfach ganz easy, während Azad mit seinem Boxen natürlich gut Umsatz macht, muss die 187 Straßenbande doppelt so viele CDs wie Azad Boxen verkauft absetzen, um überhaupt die Boxen von Azad einholen zu können. Konkret, Azad verkauft 3 Boxen, 187 Straßenbande muss 6,5 CDs verkaufen, um überhaupt da Schritt halten zu können. Das ist krass, beeindruckend, dass die 187 Straßenbande es trotzdem geschafft hat, ohne Box, ohne Vorverkauf auf Platz 1 zu landen. Deswegen, ja, schaffen es oft Hip-Hop-Acts eben mit so kleinen Tricks vor den Pop-Acts zu landen in den Charts. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Thema, ja, was immer, immer wichtiger wird für die Charts, für die Musikindustrie überhaupt, denn seit Februar 2016, das heißt seit knapp 1,5 Jahren, zählen endlich auch Streaming-Erfolge für die Albumcharts in Deutschland. Ich meine, Streaming, klar, das wächst und wächst und wächst zunehmend. Ja, das ist in den letzten 5 Jahren immer wieder gewachsen. Allein 2017 habe ich mir aufgeschrieben, nutzten 44%, also fast die Hälfte der Leute, ja, über 14 Jahren in Deutschland Streaming-Dienste. Davon ein Viertel sogar mit einem kostenpflichtigen Abo. Also fast jeder 8. Musikhörer in Deutschland zahlt monatlich für ein Streaming-Angebot. Das wird auf lange Sicht, ob man will oder nicht, die CD, MP3 und alles andere ablösen. Deswegen natürlich ein konsequenter und richtiger Schritt auch von den Charts, da Streaming drin zählen zu lassen. In den Single-Charts, wo das vielleicht noch ein bisschen näher liegt natürlich, werden Streaming-Erfolge seit 2014 in Deutschland schon geltend gemacht, wie gesagt, für allem seit 2016. Jetzt fragt man sich natürlich, wie geht das? Dafür, dass das so eine komplizierte Angelegenheit ist, gibt es zugegebenermaßen einen relativ dünnen Abschnitt nur in diesem Reglement, in diesem Regelwerk der offiziellen deutschen Charts. Es ist ja auch nicht so einfach zu berechnen, ja, dadurch, dass man Wertecharts hat und nicht Mengencharts, kann man auch nicht sagen, ey yo, 100.000 Streams zählen für 10 Albumverkäufe, ne? Weil man hat dann wieder die Werte, man muss Werte für Streams. Kommen wir gleich noch zu allem. Erstmal, was vielleicht ganz interessant ist, ja, es werden nur Streams von sogenannten Premium-Nutzern gezählt. Ja? Also nur Leute, die zahlen für ihren Spotify, Apple Music, was auch immer Zugang, machen ihre Streams geltend für die Charts. Das heißt andersrum, wenn du einen Song 1 Million Mal anklickst, ja, aber nur Spotify die Free-Version, die kostenlose Version nutzt, bringt das für die Charts im Endeffekt nichts.
nichts. Das heißt auf gut Deutsch, auch YouTube-Klicks, ja, auch ein Dienst, für den du ja nicht direkt zahlst, zählen nicht für Albumcharts, Singlecharts in Deutschland. Alle anderen Streaming-Dienste, Streaming-Portale, die auch hauptsächlich darauf ausgerichtet sind, machen allerdings mit, alle, die man so kennt, Apple Music, Spotify, Tidal, Deezer und so weiter und so fort. Außerdem, auch ganz wichtig, muss ein Song mindestens 31 Sekunden lang gespielt werden, damit dein Play überhaupt gezählt wird. Ja? Das heißt, wenn du jetzt aus Versehen auf einen Song klickst, den du nicht so feierst, ja, hast du 30 Sekunden Zeit, um den schnell wegzumachen, damit das nicht für die Charts gilt. Jetzt gibt's in diesem Regelwerk, wie gesagt, einen kleinen Abschnitt, der zumindest versucht, die Wertigkeit der Streams zu erklären. Da gibt's eine kleine Formel, die zeige ich euch mal, und die lautet nämlich die Anzahl der Premium-Accounts mal der durchschnittliche Wert eines Premium-Abos. Ja, erstmal über dem Bruchstrich bleiben wir. Anzahl der Premium-Accounts in Deutschland konnte ich nicht genau finden. Ja, das heißt ja auch, man guckt da sich Apple Music, Spotify, Deezer und so weiter alles an. Da dürfte in Deutschland bei ein paar Millionen liegen. Ja, ich schätze mal so 5 Millionen. Keine Ahnung, wenn jemand eine Zahl findet und die mir in die Kommentare schreiben kann mit Quelle und so weiter, wäre das nice auf jeden Fall. Der durchschnittliche Wert eines Premium-Abos, ja, 5 Euro Studentenzeugs, 10 Euro regulär, Tidal Premium vielleicht 20 Euro. Durchschnittlich würde ich das da mal bei 6, 7, 8 Euro verorten. Das beides multipliziert, ja, teilt man dann durch die Anzahl der eben durch diese Premium-Nutzer getätigten Streams. Das Problem bei dieser Rechnung, ja, ist erstens nicht nur, dass man natürlich nicht die Zahlen hat, die sie da einsetzen. Das heißt, wir raten jetzt so ein bisschen ins Blaue, wie viele Premium-Accounts gibt es, wie teuer ist, also was ist der Durchschnitt, wie viele Streams werden getätigt. Zweite und noch wichtigere Frage ist natürlich, was macht man dann mit dem Wert, der da hinten rauskommt, ob es jetzt 0,2, 0,02 oder 2 ist, was macht man dann? Multipliziert man das einfach mit den ganzen Streams, die du im Monat gesammelt hast? Angenommen, Raf Camora sammelt in einem Monat 1 Million Streams. Multiplizierst du das eigentlich damit? Also, ne, ihr merkt, man hat eine Formel jetzt hier, aber man hat jetzt nicht die genauen Zahlen, um zu sagen, ey, was bedeutet das eigentlich wirklich für die Relation? Wie viel ist ein Stream eigentlich wirklich wert? Für das Album ist es noch ein Stückchen komplizierter. Ja? Das war nämlich nur für Single-Charts der Fall. Also jeder einzelne Song für sich gerechnet für die Single-Charts. Für Alben ist es nochmal ein bisschen komplizierter. Für Alben nimmt man nämlich die 12 meistgespielten Tracks eines Albums, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein UFO 361 ein Album hat mit 23, 24 Songs, nimmt man nur die 12 meistgespielten Songs, ja, nimmt die 2 meistgespielten da auch nochmal raus, damit da auch bloß kein Ausreißer dabei ist, und multipliziert das dann mit dem Wert der Streams, den ich vorhin ja erzählt habe, der ja sowieso schon sehr kompliziert war. Also ihr merkt, mehr Kopfzerbrechen als eigentlich nötig, ja, das stammt alles von diesem Werte-Charts-Ding her, dass man jetzt hier bei Streams auch Werte errechnen muss und nicht einfach sagt, ey, guck mal, 100.000 Streams sind 2 Alben oder was weiß ich. So. Trotz alledem natürlich Streaming sehr, sehr wichtig, wie man nicht zuletzt auch sieht beim Erfolgsalbum 2016, Palmen aus Plastik, was jetzt mittlerweile 8 Gold-Singles oder so hat. Selbstverständlich, und das hätte man sich eigentlich auch denken können, ist Palmen aus Plastik seit der Berechnung von Streaming in den deutschen Albumcharts auch das Streaming-erfolgreichste Album in ganz Deutschland. Ja, hat 100 Millionen Streams geknackt als erste Platte überhaupt. 100 Millionen Streams wohlgemerkt bei Premium-Nutzern. Und zeigt damit eigentlich auch, wie wichtig Streaming jetzt in Zukunft wird. Gerade auch für Hip-Hop-Acts, gerade auch für Leute, die Hitler lastige Musik machen, die melodiöse Musik machen, vielleicht für Rapper, die auch endlich mal im Mainstream stattfinden wollen oder endlich mal eine breitere Masse erreichen können. Für die alle, ja, wird Streaming sehr, sehr, sehr wichtig in den nächsten Jahren. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, ja, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, ey, wie funktioniert das eigentlich mit den Charts, was ist eigentlich immer dieses Gerede von Deluxe-Boxen sind Mehrwert und so weiter, was ist eigentlich mit dem Streaming-Ding. Jetzt habt ihr hier, ja, auch die Formel und die Regeln, ich werde auch versuchen, die wichtigen Links unten reinzupacken, dann könnt ihr auch mal rechnen, was vermutet ihr, wie viel, was müsste dahin für eine Zahl, wie würde man das berechnen. Ich bin gespannt, welches das erste Album ist, was Palmen aus Plastik überholen kann, was diese Streaming-Geschichte angeht. Ja, das muss schon ein krasses Album sein, was jetzt hier Palmen aus Plastik irgendwann knacken könnte. Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht 2017 schaffen, den Rekord von 2015 mit den 18 Deutschrap Nummer 1 Alben zu knacken. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Jahr sind wir bei 7 Alben, ja, dieses Jahr bis jetzt ist ja die Hälfte so, das heißt, wenn wir das Tempo beibehalten oder vielleicht noch ein bisschen was drauflegen, dann landen wir am Ende so bei 15, 16, 17 Alben. 18 zu knacken wird schon schwierig.
bis jetzt 2015, also das Deutschrap-Highlight-Jahr in Chart-Angelegenheiten. Vielen Dank fürs Zugucken, vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Bis zur nächsten Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Chart-System haltet, von diesem Wertesystem und so weiter. Ich finde es ziemlich komisch, ja. Ich finde es an der Zeit auch ein bisschen umzudenken, ja, was diese Werte-Angelegenheit angeht. Schreibt mir das in die Kommentare. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zugucken. Viel Spaß auf hiphop.de. Peace.